Na gut, das muss man als Chance betrachten. Entweder lege ich hier alle um und komme mit dem fettesten Loot meines Lebens raus. Oder ich gehe. Er springt nicht mal richtig. Was für ein Trottel. Oder ich gehe heldenhaft drauf. Du bist 2 Meter gelaufen, du Idiot. Zu fett. Geißer, danke dir. Irgendwie ist die Maus doch nicht mehr sie selbst, oder? Das ist doch... Medizinsammlung. Nehme ich mal mit. Vielleicht kann ich das ja abgeben. Irgendwie macht mich das ein bisschen mürbe, dass man das, dass man die Stashes und sowas hier so durchsieht. Das ist doch Grütze. Und meine Maus wieder mir fast das Genick gebrochen. Wieso ist sie so empfindlich? Aber der wurde ja auch beschossen von jemandem. Wartet mal. Das weg, das hier her.
Hört ihr das, wie der Sound manchmal spinnt? Ich mich auch, Bleispender, ganz ehrlich. Dass ich den noch geholt habe bei diesem Gewackel, hätte ich niemals für möglich gehalten. Das werde ich gleich mal tun. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Ah, die Sensitivity. Ich habe sie schon runtergenommen. 20. Hüftfeuer. Acceleration Value. Was soll das bedeuten? Acceleration klingt irgendwie nie gut. Ein Aimgott, der seinesgleichen sucht. Ja, ja. Aber ich habe ihn heldenhaft umgelegt. Stimmt, so viel Zeugs, was ich noch nicht entsperrt habe. Das war sogar ein Spieler, Mann. Den werde ich umbringen. Ach, hat er schon. Heile dich. Er ist auch nicht zurückgekommen. Er hat es direkt aufgegeben. So, ja, grüß dich, herzlich willkommen. Heute steht dran, was gespielt wird. Heute ist auch wirklich das drin, was man erwartet. Gestern habe ich es im Eifer des Gefechtes habe ich vergessen umzustellen. Shattered Line habe ich vorher gespielt. Ja, da auch eine Sniper am Start. Bringt uns nichts.
Der Weg war umsonst. Hat sich nicht gelohnt. Achso, wir wollen ja Geld machen. Wir gucken nochmal zur Villa. Ui, cool, cool. Und? Macht Spaß? Wo waren wir jetzt? Oh nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein, Alter. Ach Mann, hör mal doch auf. Okay. Achso, wurde das ein paar Mal von Playern getötet? Naja, ich gebe es jetzt auf hier. Soll ich nochmal zurückkommen? Ich komme nochmal zurück. Naja, das ist halt am Anfang, musst du ja auch erstmal reinkommen und so wissen, was gehauen und gestochen ist. Danke, Bleispender. Ich guck gleich mal rein. Ah, auf null. Ja, das... Ich war mir nicht sicher. Ich dachte mir, eigentlich hätte ich das schon mal. Aber dann war es auf 133. Dann habe ich es ein bisschen runtergenommen. Wir probieren es einfach mal aus. Hüftfeuer mache ich auch mal so 70. 50 hast du dort. 35. Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte ja schon vorhin das auf 35. Und das war immer noch zu schnell. Wir probieren das mal. Acceleration ist halt kacke. Das ist hier wie die Mausbeschleunigung von Windows. Aber es macht keinen Sinn. Legst du dich mal hin, Alter? Wieso kann man sich denn nicht hinlegen? War doch nichts. War doch gar nichts. Ja, der Typ klaut mir mein Zeugs und verpisst sich. Und der steht mitten auf dem Feld, den kriegen wir auch nicht klein. Und die Pistole hat auch irgendwie eine Reichweite von... Von einem Fliegenschiss. Ich muss irgendwie in Deckung kommen. Oh, er rennt ja in Deckung. Ich bin noch draußen, Alter. Bist du blind oder was? Noch draußener geht's doch gar nicht. Er ist draußen, aber ich bin draußener. Ey, hab ich... Nein, ich habe meine ganze Medizin schon aufgebraucht. Nein, er verpisst sich mit meinen Sachen wegen dir. Du bist schuld. Guckt euch diesen Trottel an. Ich brauche mehr Medicine. Dann gucke ich mal zu meiner Kiste. Was Erbärmliches da drin geblieben ist. Anna und Seirensch. Ah, das ist nicht. Das brauche ich nicht. Es kann halt auch sein, so ja, dass selbst wenn du im Solo spielst, dass sich hier ein paar Leute verbünden, dass du halt dann auf einmal gegen zwei oder drei spielen musst. Ist uncool. Passiert aber manchmal.
Zurück in die Kiste mit dir, du Armleuchter. So, jetzt habe ich auch Medizin. Nein, oh, ich will mal wegklicken. 4. Heile dich. Sehr gut. Weil meine Sniper wenigstens da gelassen hat. Was war mit ihm nicht in Ordnung, aber? Er war ja richtig dumm. Bring ihn um! Ach, er wollte sich hier im Liegen laben. Aber hier die Kohle, Bleispender, die Kohle. Ich bin genauso dumm. Ich komme zurück, sollst mal sehen. Grafik ist cool, ja. Vor allen Dingen, es ist ein Handyspiel, ja. Das ist ja, das darf man ja nicht vergessen. Nein, er hängt. Ich habe Painkiller am... Stop hiding. I saw you. Komm, 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 komm. Rampage. Hello, do you read me? All clear here. Painkiller. Ey, wo ist denn? Ich hab doch hier im Dings hab ich doch Medizin gehabt. Oder nimmt er die dann automatisch raus? Das kann natürlich sein. Ach so. Ja, na, ich bin ja auch nicht der Jüngste, aber wenn du, sagen wir mal, wenn du ein schönes großes Handy hast, dann geht's eigentlich, aber ja, ich habe Call of Duty habe ich auf dem Handy gespielt. Oh, siehst du, jetzt hängt die Maus wieder. Das ging. Man gewöhnt sich dran. Man sieht auch so mit der Zeit. Kriegt man einen Blick dafür. Aber im Dauerzustand ist es natürlich nicht. Das kann man nicht auf Dauer spielen. Da wirst du ja blöder. Oh, so viel Schuss habe ich auch nicht mehr. Oder ausgenagt bis auf die Knochen. Dann lasse ich die und laufe zu meinen Klamotten. Wo war meine Kiste jetzt? Ne, warte mal, das war hier völlig andere Richtung. Stimmt ja. Das war ja nicht an der Villa, Mann. Ja, wie geht das eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ja,
so jetzt ist nicht im Gefecht geht's eigentlich. Aber wenn ich im Gefecht bin, kommt es mir immer unkontrollierbar vor. Ach so, das war eine Frage. Du kannst wieder reinjoinen, ja. Mit irgendwelchen Sachen im Hideout aktiv kannst du sogar mit Ausrüstung, bezahlst du Geld, kommst du mit Ausrüstung wieder rein. Aber frag mich nicht, wie das geht. Ich habe das noch nicht rausgekriegt. Irgendwas brauchst du dafür. Hardware-technisch. Vorne war einer. Naja, was willst du machen? Ich bin zu doof. Lass ich's, jetzt gebe ich's auf. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Und man kann sich, glaube ich, auch so wiederbeleben. Du kannst dich, wenn du niedergeschossen wirst, auch irgendwie selbst wiederbeleben. Aber frag mich nicht, wie.